Sehr geehrte Damen und Herren, wir als Gemeinschaft stehen vor einer folgenreichen Entscheidung. Werden die aktuellen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Prozesse wie gewohnt fortgesetzt, wird unser Spiel mit der Lebensgrundlage zukünftiger Generationen immer gewagter. Schaffen wir jedoch eine Transformation hin zu Nachhaltigkeit und Gleichstellung, haben Sie die Chance, noch weiter auf unseren Fortschritt aufzubauen und neue Wege zu begehen. Die UN schuf mit der Agenda 2030 und ihren 17 Sustainable Development Goals, auch genannt SDGs, eine Art Handbuch hin zu dieser Transformation und einer nachhaltigen Zukunft für unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder. Meine Arbeit trägt den Titel Die politische Ökonomie des Bergbaus in der Demokratischen Republik Kongo. Das derzeitige internationale Umfeld begünstigt Machtungleichgewichte auf internationaler sowie nationaler Ebene, die sich in Korruption, Ausbeutung und Abhängigkeit manifestieren und diese perpetuieren. Das alles sind Steine, die einer eigenständigen, progressiven, nachhaltigen und an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientierten Entwicklung der Demokratischen Republik Kongo im Weg liegen. Mein Name ist Sabrina Czarnowska und ich habe mir in meiner VWA die Frage gestellt, wie kann es sein, dass China so extrem wirtschaftlich erfolgreich ist? Welche Strategien verwendet es? Welche Pläne hat es? Ich habe mich hauptsächlich auf die maritime Seidenstraße fokussiert, also darauf, wie und welchen Einfluss China über die Handelswege am Meer hat. Ich bin die Johanna und in meiner VWA geht es um die imperiale Lebensweise mit Fokus auf Ernährung und Landwirtschaft. Die imperiale Lebensweise, also dieser Begriff, bedeutet grob gesagt die Herrschaft von bestimmten Bevölkerungsgruppen über andere Bevölkerungsgruppen. Es ist so, dass es in unserer Gesellschaft zum Beispiel Profiteure von der imperialen Lebensweise gibt. Also das sind zum Beispiel hauptsächlich Menschen, die im globalen Norden leben, also zum Beispiel Europa oder Amerika, und die zum Beispiel profitieren aufgrund der billigen Produkte, die uns zur Verfügung stehen. Und dann gibt es aber auch die Ausgebeuteten oder die Menschen, die Kosten für diese ressourcenintensive Lebensweise tragen. Das sind dann zum Beispiel Arbeitskräfte vorrangig im globalen Süden, die einfach oft sehr schwere, schlecht bezahlte und gefährliche Arbeit verrichten. Hello, my name is Colin Mackey and I wrote my pre-scientific paper on the topic of the neglected aspect of the climate discussion, gender equality. Ich konnte zu Beginn meines Schreibprozesses noch nicht ahnen, wie stark gender equality mit dem Klimawandel zusammenhängt. Teil dieser Resolution ist mit SDG 4 auch eine Bildungsagenda, die den Zugang zu inklusiver, chancengerechter und hochwertiger Bildung für alle sicherstellen will. Und mit der Umsetzung genau dieser Bildungsagenda bzw. SDG 4 in Österreich beschäftigt sich meine vorwissenschaftliche Arbeit. Auch die Verringerung von Ungleichheiten, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, wurde als Ziel der UNO definiert. Genau an dieses Ziel knüpft auch meine Arbeit an, denn in Chile gibt es nach wie vor keine Gleichberechtigung zwischen den Ureinwohnern und der restlichen Bevölkerung. In meiner Arbeit El Conflicto Mapuche in Chile, Una Lucha que Perdura, grob übersetzt der Mapuche-Konflikt in Chile, ein Kampf, der fortbesteht, beschäftige ich mich mit einem Konflikt, der schon seit Jahrhunderten das Leben von Hunderttausenden Angehörigen des Mapuche-Volks beeinflusst. In meiner Arbeit mit dem Titel Being Black and Being Beautiful habe ich untersucht, inwiefern europäische Schönheitsideale das Leben schwarzer Frauen negativ beeinflussen. Die Wurzeln dieser Problematik sind in der Vergangenheit zu finden. Eurozentristische Schönheitsideale wurden durch das europäische Sendungsbewusstsein in andere Regionen der Welt gebracht. Schon bald galt alles nicht europäischer als hässlich und schlecht.
Vom Aussehen wurde auf den Charakter und die Intelligenz geschlossen und so entstand ein eurozentrisch-rassistisches Bild von schwarzen Frauen, welches bis heute Auswirkungen auf ihr Leben hat. Im Verlauf meiner Arbeit ist mir die Auswirkung des diskriminierenden Umgangs auf die Psyche und auf die Identitätsbildung so richtig bewusst geworden. Die UN kämpft nicht nur gegen Ungleichheiten, sondern auch für das Recht auf Gesundheit und Wohlergehen. Es wird zu oft nicht bedacht, dass rassistische Handlungen der Gesundheit eines Menschen auf Dauer schaden. Guten Tag, mein Name ist Lilas. Ich habe die Arbeit Gewalt an Frauen im migrantischen Milieu in Österreich verfasst. Ich persönlich habe oft die Erfahrungen gemacht, dass viele Menschen, wenn sie den Begriff Migration oder migrantischen Milieu hören, sofort an eine arme, ungebildete Person denken, deren Religion der Islam ist. Es muss nochmal festgehalten werden, der Begriff wird oft falsch verstanden, indem die Gesellschaft glaubt, es sei normal, wenn Frauen Gewalt ausgesetzt sind, weil Gewalt ein Teil ihrer Bräuche und Traditionen sei. Nein, es ist nicht ein Teil ihrer Bräuche und Traditionen und es ist nicht normal, wenn eine Frau Gewalt erlebt. Das Thema meiner Diplomarbeit heißt: Warum gibt es Rassismus? Historische, psychologische, politische und soziologische Annäherungen an Erklärungsstrategien von rassistischem Denken. Der Grund für die Wahl für dieses Thema war der aktuelle gesellschaftliche Bezug, aber auch persönlich liegt mir dieses Thema sehr am Herzen, da ich mich in meiner Freizeit dafür politisch engagiere. Retrospektiv betrachtet waren während des Prozesses des Erarbeitens meiner Diplomarbeit viele Erkenntnisse neu. Vor allem, weil ich Rassismus aus persönlicher Erfahrung nur aus der Perspektive des Betroffenen kenne, waren die Einblicke in die Hintergründe und Erklärungen für rassistisches Denken besonders interessant. Hallo, wir sind Yvette, Bianca und Sanja und wir haben unsere Diplomarbeit über das Thema Gender und Gender Equality geschrieben. Unser Titel lautet Die Frau, die nicht existiert und damit wollten wir verdeutlichen, dass sich unsere Diplomarbeiten mit einer nicht homogenen Gruppe auseinandersetzen. Frauen in der mexikanischen Gesellschaft, die sehr vom Patriarchat und vom Machismo geprägt sind, spielen leider jedoch noch immer eine untergeordnete Rolle. Sie erfahren aber zusätzlich zum Sexismus auch noch andere verschiedene Arten von Diskriminierung, beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Ethnie oder ihrer Sexualität. Und deshalb war uns das Thema Intersektionalität und der intersektionale Feminismus besonders wichtig. Ich habe mich in meinem Teil der Diplomarbeit mit genderspezifischer Gewalt und Femiziden in der heutigen mexikanischen Gesellschaft befasst. Hierbei war es mir besonders wichtig, einen aktuellen Bezug zu der Corona-Krise zu ziehen, da diese wie ein Katalysator für genderspezifische Gewalt gewirkt hat. Auch wenn das Land, über das wir geschrieben haben, Mexiko, sehr fern scheint, sind die Problematiken doch sehr nah. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Aktualität von Femiziden in Österreich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.